Wahnsinn. Genau deswegen bin ich da. Ich bin seit 16 Jahren selbstständig und habe vorher auch schon gearbeitet. Und es ist mir noch nie passiert, egal was ich gemacht habe, wie gut ich es gemacht habe, es hat noch nie jemand applaudiert. Jetzt bin ich da 3 Stufen aufgegangen, die waren schmal und schwierig, aber es ist ein Wahnsinn. Und es ist schon applaudiert worden und das kann man ja keiner mehr wegnehmen. Aber wenn Sie mir jetzt in 15 Minuten auf einer Bühne runterjagen und sagen, das war nichts, ja, den Applaus habe ich, der wird mit aufzeichnen, der gehört für immer und ewig mir. Ich sehe nicht so weit, aber da in den ersten Reihen habe ich schon gesehen, die kritischen Blicke, die mir da entgegengekommen sind. Sie denken wahrscheinlich, ja, jetzt gehe ich auf einen Kabarettwettbewerb, da sind lauter junge, dynamische, lustige Menschen auf der Bühne. Und was macht der Veranstalter? Der schickt einen 47-Jährigen als erstes auf die Bühne rauf. Muss man sich Sorgen machen um die Veranstaltung? Geht es mit ihr vielleicht abwärts? Ist es wie bei Dancing Stars? Ja? Da hat man angefangen mit A-Promis, B-Promis, C-Promis und heute sind der XY-Promis. Und meine Generation, die weiß das XY, wenn der Egon Zimmermann schon seine Kandidaten gesucht hat, da sind wir auch immer mit einem mulmigen Gefühl schlafen gegangen. Und wenn du heute so eine Dancing Stars-Serie anschaust, also ich gehe da nicht mit einem guten Gefühl schlafen. Ich bin da auch immer dabei. Also, aber keine Sorgen, ich bin der einzige ältere Herr da, alle anderen sind jung, hübsch, dynamisch und vor allem lustig. Also genau das Gegenteil von mir. Ja. Und warum ich jetzt überhaupt da bin, ich weiß nur genau, es war der 1. Dezember des letzten Jahres, habe ich irgendwo gelesen, Grazer Kleinkunstvogel, wenn man denkt, das habe ich schon öfters gehört, ich weiß nicht, was das ist, aber dann nachgeschaut im Internet, habe ich gelesen, Kabarettwettbewerb, habe mich hingesetzt, habe mich angemeldet. Habe mich einfach angemeldet. Habe ich die E-Mail weggeschickt, Totenstille. Ja. Keine Reaktion, nichts. Habe ich mal das nachgelesen, was das ist. Habe ich gesehen, Theatercafé und wer da schon alles auftreten ist. Und dann denke, Georg, du bist der Depp, was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt ist der Puls gestiegen, anständig. Habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendeine positiven Worte. Irgendwer, der mir sagt, Georg, das ist super. Und bin ich rüber zu meiner Familie, die sind gesessen in der Küche. Ich bin rüber, habe ich voller Stolz zu mir hingestellt. Habe gesagt, ich habe jetzt so einen Kabarettwettbewerb angemeldet. Mein Bursch schaut auf, sagt, Papa, weißt du was? Du wirst mit jedem Tag peinlicher. Meine Tochter schaut mir und sagt, weißt du, mir ist vollkommen egal, was du tust. Aber ich sag dir eins, wenn du unter unserem Namen, unter unserem Familiennamen, ich schwöre, ich ziehe aus und das meine ich im Ernst. Und was jetzt Ihnen aufgefallen ist, beim Eingang draußen habe ich jetzt einen Zettel aufgehängt, da ist ein kleiner Grundriss rum und ein paar Fotos vom Zimmer meiner Tochter. Ja. Weil das wird jetzt in 1-2 Wochen wird das frei werden. Ja. Es ist pubertierende Kinder gewohnt, also ist günstig, wenn es wer braucht. Ja. Ich kann das sozusagen gern haben. Ja. Dann war da natürlich noch meine Frau. Und Sie wissen ja, Frauen, die haben sowas von Natur aus. Die wissen, wenn jemand braucht, wenn jemand ganz tief unten ist, vor allem in der Familie, dann haben die so einen Instinkt. Die wissen genau, was zum Sagen ist, was zum Tun ist. Nur meine Frau hat das an dem Tag einfach nicht gehabt. Ich muss ihr zugute halten, sie hat kein Wort gesagt. Sie hat nichts gesagt, aber sie hat mich angeschaut mit einem Blick. Ja? Und der Blick, da sind die Sätze nur so rausgesprudelt. Ja? So, muss das sein? Musst du die Kinder so erschrecken? Hast du nichts Besseres zum Tun? Soll ich deine To-Do-Liste erweitern? Badezimmer war für das Kastel, der Rasenmäher war zum Reparieren. Es sind so viele Sachen, was tust du? Du sitzt zum Computer und machst dann so lustig. Ja? Kannst du nicht wie jeder normale Mann, wenn du schon am Computer sitzt, irgendwelche nackten Frauen anschauen und alle Kinder Hausen auf die Seiten wischen? Die letzten Sätze habe ich vielleicht ein bisschen interpretiert. Die waren nicht ganz klar so zum Lesen, aber der Rest war zum Lesen. Und man denkt, ja, wurscht, pfeif drauf, nehme ich meinen Hund mit und ich gehe raus. Was macht der Hund? Der setzt sich zu meiner Frau, man schaut mich haarscharf mit den gleichen Blicken meiner Frau. Und das war immer mit mir mit, aber hat nicht funktioniert. Bin ich allein raus, bin ich mal laufen gegangen, mit dem Kopf wieder ein bisschen klar, weil man denkt, eigentlich ja nicht so schlecht. Wenn die eigenen Kinder nicht witzig finden, ist das sicher ganz normal. Wenn die eigene Frau nach 15 Jahren Ehe nicht witzig finden, ist das ja auch kein schlechtes Zeichen. Nur der Hund. Dass der Hund nicht auf meiner Seite war, das hat mich gekränkt. Das ist jetzt kein Spiel. Ja. Den habe ich ja Wochen später kastrieren lassen. Ja.
Unser Poster der Vorsorgeuntersuchung habe ich auch angemeldet. Das gibt es jetzt mittlerweile für Hunde. Also, wer soll wissen, wer daheim ist, sagen hat, neben meiner Frau halt. Und, naja, deswegen bin ich halt heute da. Und ist nicht lang her, hat meine Frau zu mir gesagt, weißt du was, fahren wir mal wieder in eine Therme. Alle anderen, alle fahren immer in eine Therme, wir fahren nie in eine Therme. Sag ich, was soll ich in einer Therme machen? Sag ich, du kannst den ganzen Tag lesen. Sag ich, ich lese sowieso nichts und in einer Therme lesen, das ist so warm, nach zwei Sätzen fahren mir die Augen zu, dann geh in eine Sauna. Sag ich, wieso in eine Sauna gehen, wenn es eh schon so warm ist, das gibt ja keinen Sinn. Sag ich, ja, dann fahr mit, lass dich massieren. Und mache eine Gesundenuntersuchung. Da sage ich, okay, das ist eine gute Idee. Sind wir nach Kärnten in der Therme gefahren, in der Steiermark gibt es ja keine. Jetzt sind wir da rein und weiß nicht, wie es Ihnen geht, bei mir geht es immer so, wenn ich dort einen Bademantel kriege und ich bestelle den in X-Large, ja, dann nehmen die immer einen Small, der hört bei mir da auf, und wenn sie aus einem Small ein M machen, verdoppeln sie die Breite, beim Large nehmen, beim X-Large ist der halt viermal so breit und hört wieder praktisch da auf. Und weil ich dann halt immer ein bisschen Angst habe, dass irgendwas raushängt, ja, habe ich so eine Technik entwickelt, die schlupft da mit einer Hand rein, ja, und den Rest wickelt man meine Frau so, mein Körper, das halt eine Hand ist, dann immer so. Aber es ist alles Wichtige, ist halt bedeckt. Ja. Jetzt habe ich gewusst, um 12 Uhr Massage, um 1 gesunden Untersuchung, die Blasen hat auch schon ein bisschen gedruckt. Und man denkt, bei der gesunden Untersuchung brauchen sicher eine Ringprobe von mir, mache ich das gleich. Jetzt waren da im Zimmer waren eh solche Zahnputzbecher. Ja. Eingewickelt war ich schon, man denkt, wie mache ich das, habe ich mich halt drüber gestellt. Ja. Und mein Schäm mit Gefühl muss ich das machen, mit Gefühl. Hat nicht ganz so funktioniert, aber der Becher war eben vorher auf alle Fälle. Habe ich den genommen und bin Richtung sozusagen Gesundheitszentrum. Und meine Badeschlapfen haben auch ein Problem, wenn die nass werden, dann quietschen die so. Fragen Sie nicht, warum sie nass waren, aber sie sind halt nass gewesen. Jetzt mein Zimmer natürlich ganz da drüben, der Gesundheitsbereich da, jetzt habe ich quietschend durch die ganze Halle, da mein Urinbecher, der war eben voll, also am Anfang war er eben voll, die Lochmaschine quietschend, ein Gelächter, natürlich durch die Halle, überall habe ich durch müssen, war ich schon ein bisschen spät dran, jetzt bin ich drüben angekommen, jetzt habe ich nicht genau gewusst, wohin mit meinem Urinbecher, und da war da eh schon so eine Decke, es sind schon ein paar Glasen gestanden, habe ich ihn halt dazugestellt, mich gewundert, weil mein Name nicht drauf ist, aber die werden das schon wissen, bin eine zur Massage, die Masseurin total nett, die Woche, schön, dass sie da sind, gehen sie gleich rein, ziehen sie nach oben und hat sie mir so ein Backerl mit reingegeben. Ich denke mir, was das ist, habe ich das ausgepackt. Jetzt war das so ein Querstreifen von Stoff, so ein Querstreifen von Stoff und ein kleines Dreieckerl. Ja, ich denke, ja, vielleicht ist sie zum Aufsetzen, dass meine Haare nicht verölt werden oder sonst irgendwas. Und probiert, hat nicht funktioniert. Dann bin ich draufgekommen, vielleicht ist das ein Massagetanga. Das könnte sein. Und ich bin im Salzburger Lunga aufgewachsen. Wir waren modetechnisch nicht immer ganz vorne dabei. Aber wenn ich was weiß, dann ist das bei einer Unterhosen der breite Teil immer hinten ist. Ja. Jetzt habe ich halt diesen Massagetanga da anprobiert. Jetzt habe ich den raufgezogen mit diesen schmalen Streifen. Ja, habe ich halt probiert, den Hauptteil sozusagen ins Wissen, was ich meine, irgendwie in Balance zu halten. Ja. Aber der Rest, stellen Sie jetzt die Mifi und Männer, stellen Sie bitte selber vor, der Frau, es war einfach kein schönes Bild. Es hat einfach noch nichts ausgeschaut und nichts gleich geschaut. Und man denkt, ja, selbstbewusst bin ich auch, vielleicht ist das für einen Durchschnittsmann gebaut, ja. Vielleicht ist das nicht für mich. Vielleicht ist das für die Kärntner, vielleicht schauen die unten an, was da aus ist. So genau schaue ich auch nicht in der Sauna, jetzt gehe ich mal in Sauna in Kärnten, man rennt, schaue ich mir an. Weil mein Mut zusammengefasst bin raus und diese arme Masseurin, ich sage sie nicht, ja, dann schrei los. Ja. Husch, husch, hat sie gesagt, zurück rein, alles verkehrt rum. Da war mir natürlich auch klar, was ich verkehrt gemacht habe, gehabt. Das Gespräch während der Massage dann, das war ein bisschen gedämpft, ja. Ist nicht mehr so richtig aufgekommen. Ich habe dann gehört, dass sie zwei, drei Tage später hat sie dann gekündigt. Ja. Ich habe gesagt, mit diesen Perversen aus der Steiermark will sie einfach nichts mehr zu tun haben. Aber meine richtigen Probleme, die haben erst angefangen, wie ich rausgekommen bin nach der Massage, weil dort, wo ich meine Urinblasen hingestellt habe, das war in Wirklichkeit die Kräuter-Tee-Ecke für alle, die da gewartet haben. Und das war eben dann der Anlass, dass ich relativ schnell das Hotel habe verlassen müssen mit meiner Frau. So, das war meine kleine Geschichte aus meinem Leben. Mehr habe ich nicht. Ich freue mich, dass ich da stehen habe dürfen, dass ich ein bisschen was sagen habe dürfen. Wie gesagt, hinter mir kommt alles jung, dynamisch und vor allem lustig. Danke.